Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu unserem kleinen Mini-Projekt und zwar 7 Days to Die. Wir sind in Tag 6. Der vorletzte Tag, bevor der Blutmond loslegt. Und es heißt jetzt natürlich wieder für uns, wir müssen erstmal wieder unsere täglichen To-Dos durchgehen. Wir suchen uns wieder eine wunderschöne Aufgabe. Wir gehen säubern. So, das heißt, warum ist denn das jetzt schon wieder so umgeschwungenes Wetter? Ist doch nicht, ist doch nicht normal. Gut, wir gehen jetzt Richtung Mission. Mission complete. Und dann schauen wir mal, was uns da gleich erwartet. Währenddessen können wir aber nochmal so eine Steine herstellen, ne? Steini? Pflastersteine. So, davon können wir nochmal ein paar Stück machen. Dann fertigen wir doch mal ein paar Stück nochmal an. So, jetzt erstmal go to the Mission. Bis gleich. So, wir sind langsam angekommen in Kirkwoods Residence. Hier sind wir schon mal dran vorbeigelaufen, bin ich der Meinung. Und hier haben wir schon mal ein paar Leutchens gesehen. Die gehen wir noch von damals, die gute Dame. The good old lady. So, was haben wir hier? Okay, Stoff. Ja, kann man machen, kann man machen. Gut, das heißt, wir säubern jetzt erstmal hier wieder den ganzen Kram, ne, looten wieder doppelt durch und dann sehen wir uns gleich wieder nach meinem kleinen Hustenanfall, wenn wir die Mission starten, dann sehen wir uns gleich. So, okay, also, wir gucken mal ganz kurz in unser Inventar, wir haben echt eine Menge gefunden, Loot-Stuff ist hier en masse, wir haben auch das erste Haus, also die Scheune hier vorne, die haben wir gar nicht gelootet, ist jetzt aber egal. Weil wir clearen jetzt erstmal hier alles und looten uns jetzt hier den Arsch ab. Hello. Sag mal, du siehst mich, also, warte mal. Aber du, mein Freund. Du da vorne. Okay, bisschen höher. Jetzt hat sie bekommen, jetzt. Jetzt hat sie Bock. Jetzt will sie. Jetzt kommt sie vorbei. Die gute Dame. Ja, mach mal. Ja, das hat ihr nicht so gefallen, ne? Und nochmal wieder aufstehen. Bitte, 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 bitte. Okay. Müssen wir die Tür doch leider kaputt machen? Weil er hier steht leider nicht auf. Jetzt schon. Okay. So, wo kommt ihr raus, frage ich mich. Vorhin ist hier auch jemand einfach so rausgekommen, hier um die Ecke. So, warte mal, kann ich hier das einfach entriegeln? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hallo? So, bist du jetzt hier? Achso, da bist du ja. Okay. Der war auch schneller weg, als ihm lief war. Aber why not? Why not? Ah, guck mal, wer da kommt. Und wer da noch kommt. Und wer da hinter mir kommt. Uiuiui. Mit euch habe ich ja gar nicht gerechnet. Uiuiuiui. Da kommen sie auf einmal von hinten. Oh, da oben ist ja auch nochmal Loot. Lauf. Bleiben sie liegen. So. Bitte immer alle schön in einer Reihe. Ansonsten wird das unübersichtlich. Und das können wir nicht. Also das mögen wir nicht. Eine Unübersicht. So, wie sieht's aus? Durst auf der Durstfront. Ein bisschen Durst haben wir. Wir hätten den hier nehmen sollen. Bin aber auch wieder dämlich. Haben wir denn noch... Ja und ja. Wir nehmen dich, wir schmeißen dich mal raus. Damit wir dich hier mitnehmen können. Weil das ist die Kiste, die ich nämlich brauche für den Händler. So, wir könnten jetzt eigentlich,
Vorräte aus White River suchen, säubere Gebiet. Ah ne, können wir nicht. Ich wollte mich gerade sagen, wir könnten jetzt eigentlich schon wieder weitergehen. Können wir aber gar nicht, weil wir müssen das Gebiet hier erstmal säubern. Habe ich den jetzt nicht getroffen? Jetzt, was ist denn jetzt hier los? Sag mal. Der ist schon tot, oder was? Habe ich jetzt meine Munition für den Bobbel da verbraten? Okay, warum ist hier so eine... What the fuck? Ich muss mal ganz kurz hier runter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da... Überraschung, Überraschung, Surprise, Surprise kommt. Aber da kam Surprise, Surprise. Okay, warte. Dann hüpfen wir mal hier kurz hoch. Kriegst du erstmal ein bisschen auf die Fresse, mein Freund. Ja? Nicht so mit mir. Nicht einfach so erschrecken und überraschen. Okay, der ist wirklich schon tot. Ich darf hier nicht hoch, okay. Okay, da würde ich sagen, da habe ich ganz viel Glück gehabt. Aber wirklich ganz viel Glück. Er versucht immer noch dagegen zu kommen, okay. Auch nicht schlecht. Kann ich hier laufen? Nein, kann ich nicht. Ah, guck mal, da ist noch ein Freund. So, hier haben wir auch noch jemanden drin. Hello, hello, Mister. Warum treffe ich den denn in seinen Kopf nicht? Jetzt. Okay. Der ist jetzt auch. Geschichte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir gehen jetzt alle Türen einmal auf. Sehr, sehr geil. Ja gut, nicht alle, aber fast alle. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Händler. Wir haben ja ordentlich, also wirklich sehr, 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 sehr viel Stuff gelootet. Das heißt, wir machen uns wieder zurück in die Richtung. Auf zum Händler. Und dann machen wir unsere zweite Mission. Beziehungsweise, wenn wir beim Händler waren, werden wir uns auf dem Weg nochmal Richtung Heimat machen. Weil wir uns dann erstmal leer machen. Ganz wichtig. Ja, die zweite Mission, gucken wir mal, dass wir dann natürlich mit einem leeren Inventar da landen. Wir sehen uns dann gleich erstmal wieder beim Händler. Genau, wir machen als erstes Händler, abgeben, neue Mission holen. Dann holen wir, genau, genau. So ist der Plan. Bis gleich. Ah, zum Glück war der Weg ja nicht allzu weit. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder recht zeitnah zum Glück hier beim Händler wieder angekommen. Und können unsere Mission abgeben und können uns quasi wieder eine neue Mission dann auch natürlich organisieren. Okay. So. Wir haben eine neue Mission. Und zwar müssen wir wieder Vorräte ausgraben. Mal wieder. Ich habe aber mit Absicht diese Vorräte ausgraben genommen, weil... wie viel ich hier schon weggeholzt habe. Hier war alles mal voller Bäume. Und ich kann jetzt komplett bis zu meinem Dings rüber gucken. Also ist schon krass. Dass ich hier alles so weggeholzt habe. Nein, und zwar, ich habe mit Absicht diese Mission gewählt, damit wir nämlich diesen Lehm fleißig abbauen können. Wenn wir schon irgendwo was graben müssen, dann holen wir ja dann im besten Fall irgendwie noch Steine und Lehm raus. Und damit können wir ja dann wiederum diese, wie nennt sich das, Pflastersteine bauen. Und dann können wir weiter gucken, dass wir natürlich unser Maze quasi besser ausbauen. That's the plan. Mittlerweile haben wir essenstechnisch super viel. Wir haben unser Flugzeug. Wo fliegt's denn hin? Wo ist der Loot Drop? Oh, oh. Wir hatten da hinten fallen lassen. Also ins Schneebiums Richtung. Können wir mal ganz kurz gucken. Sehen wir den vielleicht schon auf der Karte? Ach du Heilige. Ich würde sagen, machen wir zuerst den Loot Drop. Ja. Wir machen als erstes den Loot Drop. Vorher benutzen wir hier nochmal kurz unsere Heftchens, wo wir ein bisschen was lernen können. So, wunderbar. Und jetzt Richtung Loot Drop.
Dann hoffe ich mal, dass wir Loot Drop technisch guten Stuff hier finden. Und ich habe ein bisschen Angst vor dieser Gegend hier hinten, weil wir hatten es jetzt in der Nacht gehabt. Oder kurz vor der Nacht, dass ja hier verschiedenste Zombies auf einmal kamen. Und vor allen Dingen auch ein Zombie-Typ. Den fand ich jetzt nicht so uninteressant, weil das waren Soldaten. Also mit Rüstung und so. Also die haben ganz schön Aua gemacht. Also daher war jetzt nicht so nice. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das hier hinten in diesem, ich sag jetzt mal, eher winterlichen Gebiet, ja, verhält. Also ich will den Loot Drop haben, ne? So schon. Aber mein Problem ist eher die Kälte am Ende, vielleicht, im schlimmsten Fall. Dass die mir einen Strich durch die Rechnung macht? Ich hoffe nicht. So, mal gucken, wann ich Schaden kriege und wann ich überlegen muss, dass ich zurück muss. Schnee. Also wir sehen oben rechts Schnee. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Warnung ist für mich. Also soll ich... Wer bist du denn? Was bist du denn für ein Holzfäller? Ich will keine Umarmung. Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Warum bist du denn auf einmal so flott unterwegs? Mach doch nicht so. Ey, du hältst aber eine Menge aus. Mein Freund, warum hältst du so viel aus? Oh Gott. Der hat eine ganze Menge ausgehalten. Warum macht er das? Also wie kann er das? Wie ist, also warum? Ich will das nicht. 2 hours later. Wo ist denn diese Lootkiste? Die ist ja wirklich am Arsch der Welt. Der tat weh. Der tat auch weh. Wieso hast denn du so einen Bums? Mach mal nicht so. Der tat weh. Er kann doch nicht. Warum? Ich habe ihm noch nichts gemacht, also nichts getan. Warum haut er mich? Ich betze sonst bei Stevie. Der kommt dann vorbei und sagt du, du, du. Alter, okay, die Loot Drop endlich gefunden und ich dachte gerade schon, ich krieg's. Oh Gott, das ist eine ein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ein mega krasses Biom hier oben. Das werden wir uns, glaube ich, mal bei einem nächsten Projekt dann vielleicht genauer anschauen. Ach du Heilige, was ist denn hier alles? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Richtung, Richtung Mission. Und sehen uns dann hoffentlich ohne Zwischenfälle gleich bei der Mission wieder. Hoffe ich. Bis gleich. Ja, also, wir sind zwar jetzt noch nicht an der Grabestelle angekommen, aber die Vorräte, die wir ausbuddeln sollen, verbergen sich, so wie es aussieht, im Ödland. Da habe ich richtig viel Bock drauf. So gar nicht. Gut, okay. Also wir müssen hier auf jeden Fall vorsichtig sein, was wir wo, wie, wo machen. Wir wissen, also nicht wir wissen, aber ich. Also, ne, es gibt Minen. Freunde, es gibt sowas wie Minen. Und wir wollen nicht auf eine Mine rauftreten. Das Problem ist, ich muss jetzt hier im Ödland graben. Wer kommt auf diese beschissene Idee? Im Ödland, was ist er denn? Kannst du bitte aufhören damit? Ich habe keine Munition. Ich habe keine Munition. Okay, wir müssen ihn fighten. Wir müssen ihn aber clever fighten. Thank you.
Was ist denn hier happening? Ist doch gar nicht... Was läuft denn mit euch verkehrt? Ich will auch nur graben. Mehr nicht. Alter Falter, was ist denn hier los? Okay, wir müssen aber hier... Hört doch mal auf. Hallo? Hallo? Okay. Ich will nur die Vorräte ausgraben. Mehr will ich ja gar nicht machen. Lass mich doch bitte. Wir gehen jetzt slow and steady wins the race. Gehen wir jetzt hier rein. Gott, ich hab so einen Schiss hier. Okay, hier soll ich jetzt... Wie das? Hey, macht mal jetzt hier nicht einen auf den hier. Wie lange soll ich denn hier graben? Verpiss dich! Wir sollten uns mal ein paar Sachen vielleicht hier auf den Shortcut legen. Okay. Concentration. Aber ich gebe mein Bestes, ey. Es ist jetzt, also, die Mission jetzt hinzukriegen, wird tricky. Ist es hier besser, hier mitzuarbeiten? Ja, es ist definitiv. Okay, warte. Wir haben hier einen Gast. Um den würde ich mich gerne kümmern. Okay. War erledigt. Sehr gut. Dankeschön. Das war schon. Danke. Weiter geht's. So, wir müssen immer mal gucken, immer wenn das hier ein bisschen enger wird. Nicht, dass jetzt hier irgendwelche Zombies spawnen. Da ist es. Ja klar, jetzt kommt ihr alle wieder rausgekrochen. Jetzt auf einmal seid ihr alle da. Aber wirklich alle seid ihr da. Lasst mich in Ruhe. Ich würde die jetzt nicht fighten. Ich würde einfach wegrennen. Ich bin da jetzt ganz... ne? Ich würde jetzt einfach sagen, wir nehmen hier noch den Loot mit, der auf dem Weg hier ist, so rumliegt. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns einfach gleich wieder. Also ich gehe kurz zum Headroom, gebe die Sachen ab. Und wir sehen uns dann aber erst wieder, wenn ich bei... Das sag schon. Wenn ich wieder zu Hause bin. Weil wir werden dann unsere Base weiter ausbauen. Da sehen wir uns nämlich gleich wieder. Jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. Das heißt, wir können jetzt wieder eigentlich anfangen mit dem weiteren Umbau, Ausbau unserer kleinen Geschichte hier, die wir hier haben. Machen wir jetzt nämlich auch gleich mal. Dass wir hier nämlich weiter fleißig alles hier verbessern, so wie es sein soll. Und damit wir safe sind. Safe, Junge, safe. Ich habe keinen Kies mehr? Lol, ich habe keinen Lehmboden mehr. Okay, wait. So, wir packen mal Baumwolle zurück, holen uns hier den Kieselstein, holen uns hier noch den Lehm. Guten. Genau, jetzt können wir nämlich erstmal weiter verbessern und auch gleich wieder weiter herstellen. So, das sieht richtig gut aus. Ich muss sagen, also wenn das hier einmal komplett ready ist, und ich bin fast komplett ready, also fast komplett rundherum, dann hält uns eigentlich, glaube ich, nicht mehr viel auf. Also außer die Zombies sind wirklich so hardcore unterwegs, dass ich no fucking chance mehr habe. Also kann ja sein, ne? Kann ja wirklich sein, dass die uns so überrennen, dass ich gar keine, also wirklich nichts, gar keine Schnitte habe gegen die.
Können wir nicht. Weil wir haben keine Metz mehr. Wir haben keine Materialien mehr. So, und hier hinten waren wir, glaube ich, auch noch nicht komplett ready. Nicht ansatzweise. Meine Fresse, okay. Gut, das heißt, wir müssen wieder ein bisschen Stein sammeln gehen, ein bisschen Stein farmen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier noch genug Stein an Mann kriegen. Dann gucken wir mal. Schauen wir. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Bis 22 Uhr haben wir ja Zeit. Bis dahin können wir ja dann nochmal in Ruhe hier looten. 2 hours later. Sagen wir mal Pflastersteinchen 67. Mal gucken wir mal, dass wir hier hinten vielleicht noch. Oder machen wir doch. Ne, warte mal, wir machen erstmal, glaube ich, hier oben. Ich habe nichts mehr? Ich habe noch einen. Einen einzigen habe ich noch. Okay, gut. Das war's dann erstmal. Zumindest hier hinten. Ja, da würde ich mal sagen, sieht da gar nicht mal so schlecht aus, unser Maze. Und unsere Burg. Ich meine, klar, wir hätten auch alles aus Stein machen können, ne? Aber ich finde die Taktik. Stein oben, Stein unten und in der Mitte nichts. Also in der Mitte schon was, aber Holz. So, dann sind die erstmal damit beschäftigt. Hier müssen sie erstmal durchkommen. Wobei hier könnte man dann nochmal überlegen, ob man dann hier nochmal so einen Block hin. Warte mal, ich brauche, glaube ich, hier nochmal so einen Block hin. Wenn ich es sehen kann. Das ist aber nicht. Not so gut. Dann muss ich den hier auch gucken, dass ich den aus Stein mache später. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder an unsere Kochstation. Schmeißen jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen Dings rein. Und. Wir könnten Goldruten-Tee machen. Davon könnten wir uns 2 Stück herstellen. Machen wir auch. Könnten wir uns Wasser noch herstellen. Machen wir uns natürlich auch nochmal. Der ist noch ein bisschen am Kochen. Okay, dann lassen wir den jetzt hier mal durchkochen. Danach machen wir uns noch das Fleisch. Wir warten dann wiederum ein bisschen ab bis zu einer gewissen Uhrzeit. Also ne, bis zu 3, 4 Uhr morgens. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. So, jetzt haben wir die Nacht soweit überstanden. Wir haben es jetzt 3.20 Uhr. Wir haben hier auch ordentlich an Essen gecraftet. Und so würde ungefähr unser Inventar aussehen, wenn wir in der Blutmond ist. Ne? Also hier unten die ganzen Waffen. Heilung logischerweise und allem drum und dran. Hier haben wir dann nochmal ein bisschen was zum Bauen auf die Schnelle. Den hier werden wir wahrscheinlich recht schnell ablegen, weil wir nicht so viel Munition haben. Wir haben nur 16 Schuss. So, wir werden als nächstes dann wieder Stein sammeln, weil Lehm haben wir ja noch, aber wir brauchen halt Stein. Wir brauchen Stein, weil wir werden uns jetzt hier nochmal kurz den Lehm knuppen, wo auch immer wir den wieder versteckt haben. Ja, die 1000 noch was. Die werden wir natürlich mitnehmen und werden dann gleich, wenn es soweit ist, also ein paar Minütchen, 10 Minuten, 3.50 Uhr ist es, um 4 gehen wir dann einfach mal ein bisschen spazieren, würde ich sagen. Und gucken mal, ob wir irgendwo noch einen guten Stein finden zum Abfarmen. Das hier brauche ich nicht abbauen, weil das ist kein Stein. Das ist anscheinend Metall oder so. Da kriege ich super wenig raus. Also ich habe es ja mal vorhin das versucht. Wir haben hier noch einen kleinen Gast. Nicht gereicht, okay. Ich dachte, er wäre jetzt tot. Okay, jetzt ist er es definitiv. Okay. So, dann lass uns doch mal gucken, ob wir hier noch irgendwo Steine finden. Steine. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug Steine gesammelt, weil wir haben jetzt hier ein riesen Fundament bzw. ein riesen Vorkommen gefunden. Ich habe jetzt darauf echt lange rumgekloppt, muss ich wirklich sagen. Und guckt es euch an, ey. Ich habe jetzt hier über 500 Steine. Wir werden jetzt hier noch die restlichen 558. Wir machen mal 555. Schöne Schnapszahl. Wir werden hier nochmal unser Werkzeug danach nochmal. Nee, fährt dann nicht. Sondern neues Werkzeug reparieren. Und. Das wollte ich jetzt hier nicht unbedingt. Ich will das nicht. Ja, dann mache ich es mir jetzt so. So. Jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Händler. Weil der macht jetzt nämlich gleich auf. Und dann war es das mit unserer vorletzten Folge 7 Days to Die.
mit der Folge 6 oder Tag 6. Morgen ist das Grand der Finale, wo wir hoffentlich den Blutmond sehen und auch überleben. Das wäre schon was. Was haben wir denn hier noch? Ey! Du Wichser, das ist mein Essen. Lässt du mein Futter in Ruhe hier? Ist ja Unverschämtheit, sage ich dazu nur. Unverschämtheit. So, gibt's hier noch jemanden, der hier sonst noch Fragen hat? Nein? Danke? Okay. Gut. Dann nehmen wir uns. Oh, der hat mir jetzt so schon viel weggefuttert. Die Drecksau, ey. Diese kleine. Also wirklich. Das verfressene Etwas. Ich sag euch. Trader Joe's is now open. Ist ja gut. Trader Joe's is now open. Na gut. Dann gehen wir mal zu Trader Joe's. Und sagen mal ganz herzlichsten Dank wieder fürs heutige Einschalten in der heutigen Folge. In Tag 6 von 7 Days to Die. Morgen geht's wie gesagt los mit The Grand Finale. Letzte Folge morgen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Vorhersagen einfach mal reinschreiben. Schaffen wir den 7. Tag zu überleben, sprich den Blutmond? Oder gehen wir einfach kläglich drauf? Also unterschätze ich den ganzen Bums und wir sterben einfach fröhlich vor uns hin oder sind wir gut vorbereitet? Das würde mich mal gerne interessieren. Und ansonsten seid gespannt, wie es morgen ausgeht. Danke fürs Einschalten und bis morgen. Ciao.